Hallo und herzlich willkommen zu dieser langen, wichtigen Folge von Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir haben den Papst dabei und auch unsere Mitspieler. Guten Tag. Hallo. Ja. Habe ich hier für jeden jetzt einen in der Hand? Ja. 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 Priester hat wohl ein Schweigegelübde abgelegt. Das sollten Sie mal lesen, wenn Sie im Knast sind. La conosco. No te apures. Wenn ein Sünder zum Beten in meine Kirche kommt, dann kann ich ihn nicht wieder fortschicken. Dann ist es meine Pflicht, dem verlorenen Schaf den Weg zu weisen. Das macht mich nicht zum Verbrecher. Nein, Geldwäsche macht Sie zum Verbrecher. Ihre Kirche wurde auf dem Handel mit Kokain und dem Handel mit Kindern erbaut. Usted no entiende. Es tat mir um die Kinder so leid. Wenn das wahr ist, dann beichten Sie. Hier, bei mir. Befreien Sie sich jetzt von Ihren Sünden. Gott, vergib mir. Im Namen des Vaters. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Enter. Also, du warst nicht in der Kirche, Navo? Na, Chefin, wie war es hier draußen? Werden wir jetzt noch angerufen von Bowman? Weiß nicht. Sonst werden die doch immer mit uns reden, wenn wir irgend so einen Typen haben. Aha. Nomad, das müssen Sie hören. Also ich hab grad mit euch geredet. Die ISA hat auf einer der Kartell-Webseiten eine Nachricht für Sie entdeckt. Eine Nachricht für uns? Es gibt sonst keine vier Amerikaner, die Svenio Ärger machen. Er sagt, er will reden. Er sagt, er will, dass ihr verhandelt, Kumbaya singt und Händchen haltet. Das Treffen ist ein Köder, aber auch eine Chance, Svenio rauszulocken. Klar. Aber es ist auch eine Chance, dass sie getötet werden. Nichts kann verhindern, dass alles in einem Kugelhagel endet. Schicken Sie die Info. Wenn er eine Schießerei will, ist er bei uns richtig. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Das ist eine schlechte Idee. Bowman, ich verstehe. Schicken Sie die Info. Wir entscheiden. Schön. Von mir aus. Bowman, Ende. Alle durch? Ja. Jetzt hat sie bei mir auch aufgehört zu quatschen. Ja, das war's dann mit dieser Folge von Ghost Recon Wildlands. Wir sehen uns. Willst du jetzt ernsthaft? Also, ich dachte, das wäre der Plan. Ja, also, wir machen jetzt noch eine Folge, Alter. Ich hätte die jetzt beendet. Wir müssen beim nächsten Mal gucken, dass wir zwischen den Aufnahmen nochmal für Navo die Mission hier machen. Aber es passiert doch nicht zwischen den Aufnahmen. Halt kurz außerhalb. Vom Roleplay sind halt irgendwie ein paar merkwürdige Fehlerchen hier drin. Dieses Spiel ist fehlerfrei. Ja, total. Ist not bug, it's a feature. Habt ihr auch eine Mission im nächsten Gebiet, östlich? Es gibt zwei östliche Gebiete. Lager in La Cruz und das Geheimlager in Flor de Oro. Ja, hab ich auch. Ja. Welche von den beiden wollen wir machen? Ich würde sagen, das Geheimlager, oder? Wir wollten eh nach Flor de Oro. Ja. Dann machen wir das. Die finsterste. Okay. Okay. Dann wäre hier direkt ein Auto. Ich würde auch sagen, dann machen wir mal kurz eine Blitzreise nach Malkachali und von da aus dann dahin marschieren. Nee, wir fahren. Alter, dann ist die ganze Folge nur mit Fahren besetzt. Okay. Ich finde auch. Schnell ist immer gut. Nee. Nicht immer. Nein, nein. Reaper, sei leise, sei ein lieber Mensch. Gib der Stimme in deinem Kopf, der ein Affe ist, eine Banane. Damit er ruhig bleibt. Ich dachte mir gerade nur so, ja, naja, wenn du so mit Olle im Bett liegst und du bist nach 2 Minuten fertig, ist die, glaube ich, auch nicht glücklich. Dachte ich mir nämlich auch. Die nicht, aber du.
nee. Also wenn ich mein Frauchen anschaue und ich wäre nach 2 Minuten durch, ich glaube, die würde mir den Kopf abhaken. Hast du schon eine Ausdauer wie ein Schwein, ne? Halbe Stunde. Minimum. Ja, das ist im Begriff. Wenn man dieses Bettgeflüster ist ja ekelhaft. Okay, gehen wir wieder in unsere Charaktere zurück. Sind wir das nicht schon? Ich dachte, das gehört schon rechts. Nee, ich habe gerade ein bisschen außerhalb der Rolle gesprochen. Ah ja. Mhm. Ich hoffe doch nicht. Vorsicht, Baum, Vorsicht, Kurve. Ah, ich bin ein guter Fahrer, mir ist noch nie ein Unfall passiert. Ja, klar. Das glaube ich nicht aufs Wort. Was war's für ein Nach Unfall? Links, aber wir halten hier, glaube ich, mal an, weil da ist jetzt schon das Türmchen. Was gibt's hier? Oh ja. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Und ihr seht das Unidad-Logo. Alles Unidad, der Scharfschütze und alles. Sollten wir den Scharfschützen zuerst aussehen? Ja. Ich kann an den gerade nicht mehr dran. Übrigens bin ich gestört. Also die Drohne. Na, wunderbar. Ja, überleg jetzt nochmal deine Wortwahl. Ich weiß nicht, hat Bowman gerade wirklich gesagt, wir sollen den Unidad-Hauptmann killen? Das scheint so, ne? Ich habe hier gerade nicht zugehört. Hier hinten ist eine Tür, wenn ihr hier hochklettert. Oh. Moment. Ich sehe noch ein Ziel. Und der Sniper ist weg. Eine Tür. Wohin führt sie? Oh, da kommt ein Typ raus. Achtung, da kommt ein Konvoi hinter uns, der sowohl Unidad als auch Santa Blanca Hubschrauberbegleitung hat. Oh, wir sollten uns verstecken in irgendwelchen Gestrüppen. Seid so unsichtbar, wie es geht. Ja, sagte sie mit den Camouflage-Tarnen. Ja, dann mal los. Ah, ich sehe die Tür. Soll ich zur Tür vorrücken? Da steht aber ein Typ vor. Ja. What? Wirklich, ich sehe ihn gerade nicht mehr. Was steht, kann man töten. Ich sehe Schienen, Wachtürme, Lagerhallen und... Also. Ist das ein Heliport? Wenn Dormans Info stimmt, ist das Datenzentrum unter der Erde. Suchen wir das Kellergeschoss. Nein, wir müssen nicht unter das Ding, oder? Doch, einmal nach unten. Meine schlimmsten Albträume. Auf der anderen Seite des Lagers befindet sich, glaube ich, der Höhleneingang. Aber im Lager, das heißt, wir müssen trotzdem rein. Naja, also auf der Karte sieht es so ein bisschen aus, als wäre es hinterm Lager eher. Aber da sind halt auch noch weitere Häuser, also oben auf dem Berg scheint es irgendwie zu sein. Oben auf dem Berg ist ein Funkturm. Ich glaube, da irgendwo könnte das vielleicht sein. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen halt in das unterirdische Datenzentrum und müssen da dann halt hacken. Nicht, dass ich einfach die Markierung dort befindet, wo ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ja, der PC vom Datenzentrum unter der Erde ist und wir hier irgendwo rein müssen, weil es kann nicht sein, dass das Lager ohne Grund hier steht. Ja, ich denke auch eher nicht. Hat einer dann schon den Generator gesichtet? Negativ. Noch nicht, nein. Sniper-Turm ist besetzt von mir. Der mit der 05, ne? Ja. Ja. Ich hab das Drohnenstörgerät gesichtet, Generator ja. Generator ist... Okay, das ist auch schon mal vorteilhaft. Wo kommst du ran? Ja, ich müsste in die Basis halt dafür rein. Aber da also könnte hier ich... Also ist ja ein Tor, ne? Ich könnte halt an der Wand entlang dahin im Lager. In welchem Bereich ist das Störgerät? Ich hab noch... Westen. Turm nur 6, Sniper down. Westen, okay. Wann war hinter dir? Ja. Folgt mir mal. Nächste Position zu Turm 06. Ich glaube, wir sollten auch, wenn es langsam ist, halt in der gedeckten Deckung bleiben.
Wegen ja, des Tarnanzugs. Das Gebäude, auf das ihr zuläuft, das große, da ist ein Informationslager und eine Kingslayer-Akte. Okay, das müssen wir später machen, wenn hier erstmal das Radarstörgerät aus ist. Ich fühle mich sonst... Das ist ein Care-Paket. Wir brauchen den Weg dorthin, dann können die Rebellen es abholen. Hier, glaube ich, eine Flugabwehr, aber die können wir erstmal groß über den sehen. Den Nachschub jetzt markiere, gibt es bestimmt einen Radar hier. Ich warte jetzt auf dich, Enno. Ja, ich komme jetzt um die Ecke hinter dir. Siehst du das da? Das ist doch das Drohnenstörgerät, oder? Ja, das soll es sein. Ja. Ich bin hier mal auf den Berg geklettert. Vielleicht sehe ich von da aus was mit einem Fernglas. Wenn es gut läuft, sind leicht die Störgeräte ausgeschaltet. Ja. Moment, stopp, ich sehe hier einen Schatten. Siehst du den auch? Oder ist das das Gerät? Das hier links an der Wand, das ist das Gerät. Okay. Ich habe einen markiert, der da komisch patrouilliert. Okay. Sind am Störgerät? Ja. Ich suche nur noch den Schalter. Ah, ich habe ihn. Und es ist aus. Ja. Ripper, sei vorsichtig da oben. Die Brücke ist nicht gut, schätze ich. Ich gehe nochmal. Ja, ist ja alles safe. Es ist halt schlecht, die Türme haben halt eine blöde Position, um in das Gelände zu gucken. Ich gehe nochmal zum Gebäude, wo die Kingslayer und der Orden oder was das da war. Aufklärungsdaten, glaube ich. Achtung, da patrouilliert aber einer. Die Eins ist im Gebäude. Okay, es ist eh unvermeidlich, glaube ich, dass wir hier irgendwann mal jemanden töten müssen. Ich versuche einmal reinzugucken mit der Drohne, ob da irgendwie noch eine weitere Person ist. Erdgeschoss ist sauber. Oder? Ja. Okay. Hier ist ein Eingang. Okay, er ist im Nee, er hat sich umgedreht. Er kommt wieder auf die Treppe zu. Ah, hier ist der Orden. Zumindest schon mal. Er kommt jetzt die Treppe runter. Okay. Ist er im Erdgeschoss? Ja, okay. Jetzt im Erdgeschoss. Läuft auf die eine Tür nach draußen zu. Und geht wieder raus. Sitzt draußen, geht am Haus lang. Wir sehen ihn. Ja, wäre es sinnvoll, ihn zu erledigen, sobald er da wieder reinkommt. Theoretisch ja. Okay. Sehr eingeschätzt, Tom. Dann lege ich mich auf die Lauer, sobald er reinkommt, schieße ich. Oder sobald er vorbeikommt. Achtung, Uni Datili über uns. Im ersten Stock ist ein Laptop zum Hacken. Okay, dann gehe ich mal in den ersten Stock. Okay, ich muss gleich schießen. Okay, ich muss nicht schießen. Hat sich erledigt. Alles auf dem PDA. Okay. Ja, der Typ läuft irgendwie komisch um das Haus rum. Ja. In dem oberen Stock, aber hier ist nichts. Ich suche auch nochmal alles ab. Okay, vier Augen sehen besser als zwei. Hattest du hier schon die Auszeichnung liegen sehen? Ja, die war im Erdgeschoss. Hattest du die nicht gesehen? Oh. Die hatte ich noch nicht gesehen. Okay. Boah, die 1 ist ja richtig assi. Wieso? Ich wollte gerade die jetzt markierte 2 ausschalten, indem ich mich ranschleiche, sie greife und wegzerre, kommt mir die 1 entgegen. Ich sneak da mal hinter der 1 her und versuche sie zu erwischen. Achtung! Die 2! Ich seh's. Karl Burkhardt, mein oberster Truppenausbilder, meldet, dass ihr Probleme habt. Wo hattest du die Auszeichnung gesehen? Ich komme gerade runter. Dann kann ich sie zeigen. Meine Leute brauchen Sicherheit. Die Unidad sorgt dafür. Niemand in Bolivien wird. Ich glaube, die 2 kann dir gefährlicher werden, Rico. Ich hab beide im Blick. Ah, ich hab ihn. Ja, okay.
Fax, siehst du dieses montierte Geschütz? Ist da einer drin? Ich weiß nicht, welches du meinst. Ja, direkt gegenüber von mir. Richtung dem Gebäude, wo Wanwa und Enno drin sind. Dieser kleine Maschine ist. Keiner drin? Aber doch, da ist einer. Nein, ich glaube, da bewegt sich doch was. Er hat sich versteckt. Aber du hast auch noch mit der 3 einen Sniper hinter dir im Rücken. Ich glaube, du bist nur durch die Dunkelheit geschützt, weil er guckt eigentlich voll in deine Richtung. Das ist doch immer schön. Ich bin wieder aus dem Haus raus. Enno, wann war, könnt ihr die 4 erledigen? Ja. Das sind einfach viel zu viele Leute. Nee, das nützt bei mir nichts. Ja, ich hab Sicht auf die 4. Ich gerade noch nicht. Feuerfrei auf 4. Ja? Okay. Ist erledigt. Okay. Mein Problem weniger. Wer hat die 1 erschossen? Negativ. Negativ. Herzinfarkt vielleicht? Ich weiß es nicht. Nee, Reaper war das. Okay. War jetzt auch schon weg. Alter, okay. Los, die Schnauze. Das ist jetzt nicht ihr, sondern die Gegner. Reaper, die 3 versucht hinter die Mauer zu kommen, um von hinten an dich ran. Verstanden. Obwohl, er hat aufgegeben. Wann war? Ja. Ist die 3 alleine? Obwohl, 3 ist alleine. Das Flugabwehrgeschütz vor uns ist eigentlich die Frage, ob das nützt, das abzuschalten. Kommt drauf an, vielleicht bei der Flucht. Ah. Okay, dann würde ich nämlich sagen, versuchen wir's. Ja. Das können wir nur ausschalten, wenn wir es sprengen. Ist das direkt vor uns hier gerade? Ja, mit einer Sprengung oder Generator. Okay, dann können wir das erstmal lassen. Okay, dann suche ich mal weiter deswegen nach dem Generator. Hier herum. Die Türme sind eine schlechte Position für mich gerade. Ich kann halt nicht wirklich reingucken in den Bunker hier, also in den Stützpunkt, um den Generator zu suchen. Hab noch einen ausgemacht. Wann war? Noch wegen wegen dem Generator. Wir könnten vielleicht zurück zu dem Gebäude. Auf die oberste Etage und von dort haben wir einen guten Überblick. Da ist die 5. Vielleicht finden wir den. Das ist eine Idee, ja. Ich gehe gerade kurz mal nicht. Oh! Oh, hier ist noch ein Care-Paket oder so. Anscheinend. Da habe ich überrascht jetzt keiner. Sniper down. Okay, also. Draußen läuft keiner mehr rum auf dieser Seite von dem Gebiet. Sniper down. Ich gebe den Rebellen den Standort, dann holen sie sich ab. Bitte sie drei nicht, ist fassbar. Ein bisschen näher an einer Kantine abzuwerfen. Also auf dieser Seite ist keiner mehr, außer vielleicht in Gebäuden, da kann ich nicht so gut rein. Beziehungsweise es sind so viele Gebäude, die ich nicht alle auf einmal checken kann. Einige meiner Männer haben nicht einmal Schuhe. So etwas braucht Zeit. Wenn erstmal alles läuft, bekommst du ihre volle Rückendeckung. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Schlafen bestimmt noch Leute. Sniper down. Endo, bist du schon wieder in dem Gebäude? Bin oben auf dem Gebäude drauf, okay. Ja. Muss man hier bist das aber Licht noch ausschalten. Nicht gesehen. Bei mit dem Fernglas sehe ich gerade nicht viel. Ich versuche noch mit der Drohne. Die Drohne ist unterwegs. Oh, da ist einer am Mortar. Oben auf dem Haus. Die 1. Ich bin gleich bei ihm. Ich bin gleich bei ihm. Der ist allein. Ziel eliminiert. Er schläft. Okay, sehr gut. Okay, das ist wieder so eine große Basis. Auf der anderen Straßenseite geht es, glaube ich, weiter. Ich lege eine Mine. Also, diese Seite sieht eigentlich ganz gut aus. Nur das Haus, wo 1, 2, 3 dran steht. Die Garagen da, da kann ich nicht mit der Drohne hin, das ist zu weit weg. Bitte vorsichtig Achtung, sein, Heli. Wenn ihr zu dem Mörser gehen wollt, da liegen 2 Minen. Moment, ich kann mal den Heli markieren. Setze Drohne ein. Ich bin ein bisschen näher. Weitere Mörser auf der anderen auf der anderen Seite der Basis. Auf der anderen Straßenseite oder? Ja, andere Straßenseite. Ah, Gebäude bei dem Gebäude rechts. Mit den roten Säulen, oder? Kann ich na sagen, ich habe gerade Nachtsicht an. So. Da bei der 2, ne? Genau, dort. Ja, das meine ich und auch. Der Generator ist bis jetzt noch nicht in Sicht. Also diese Seite ist sauber. Die da ist einer mit Maschinen. Die 1 halt der Heli, Generator. Der fliegt da noch rum. Den Strom ab? Aber es ist Santa Blanca. Dann würde ich trotzdem nicht ausschalten. Irgendwo hatte ich doch gerade was gesehen. Das ist ein Konvoi, der da lang fährt. Okay. Ich glaube, ich sehe den Eingang von der Mine.
Ich auch, aber ich dachte gerade den Generator gesehen. Gib mir mal eine grobe Beschreibung, wo der Eingang der Mine ist. Siehst du die drei? Ja. In die Richtung am Berg. Ah ja, okay. Ja, okay. Ja. Ich kann es mir, kann ich auch Markierung machen? Dann kannst du eine abnehmen und ich kann eine noch nähere machen bei dem Mineingang. Also jetzt genau in die Richtung der 3. Ja, also ja, weil da ja auch eine Person ist, die ist noch näher am Mineingang. Ja, Generator. Kannst du eben einmal die Brücke abscannen, ob da irgendwas drauf ist? Wird's wirklich über die Brücke gehen? Ich glaube, der... Ja. Huch. Der beste Big Bear links rum. Geh wieder ins Erdgeschoss. Also ich habe gerade geguckt beim Haupteingang und gegenüber, da standen überall Leute. Also da kann ich Was ist passiert? Hier ist wieder einer auf unserer Seite von dem Gebiet. Einer von den Stehaufmännchen. Ernsthaft. Oh Gott. Die 1. Ich habe ihn ausgeschaltet. Okay. Sind alle Türme eigentlich kritisch. Sauber? Soweit ich gesehen habe, hat Reaper alle ausgeschaltet. Okay. Türme sind soweit clear. Dann sollten wir 1 und 2 vielleicht besetzen und mal drüben schauen. Ich hätte jetzt eher sogar an 3 und 4 gedacht schon. Okay. Also, wenn wir rüber gehen, eigentlich wäre meiner Meinung nach der beste Einstieg von ganz links. Weil da über die Zugschienen ist halt ein Weg rein. Ich begebe mich jetzt auch mal grob in die Richtung, damit ich mit der Drohne besser rankomme. Ich gehe jetzt in Turm 3. Ich habe einen dritten Mörser vermutlich entdeckt. Okay, Turm 3 ist sauber. Turm 4. Wo genau seid ihr jetzt? Gebt mal eure Position durch. Turm 3. Zwischen den beiden Brücken auf der Mittelinsel. Positiv Mörser geortet. Ich Turm 4. Scheiß Mörser. Okay. Setz mich mal kurz hin und nutz die Drohne. Vielleicht finde ich den Generator ja endlich. Es kann ja nicht so schwer sein, dass der unauffindbar ist. Ich glaube, ich hatte ihn vor uns schon mal kurz, aber... Also da, wo die 3 ist, ist, glaube ich, ein guter Turm für Reaper eigentlich. Aha, ich hab ihn. Was denn? Wo? Den Generator. Ihr seht doch die... Das ist ein Luftabwehrsystem. Nee. Also, der Mörser-Typ. Ja, die 2. Und in weiter in Richtung, östlicher Richtung, ist ja noch ein Lager. Ja. So, und wenn man da guckt, auf der, ja, an der östlichen Grenze. Ja. Da, wo dahinter der Apache steht. Quasi. Ja, ich sehe ihn auch. Meinst du, das ist der einzige Generator für die Lager? Ich vermute es. Den gerade noch nicht. Weil dann versuche ich da hinzukommen und den mit der EMP-Drohne wegzumachen. Okay. Frage, ob der MP reicht, ihn dauerhaft auszuschalten. Hat bis jetzt eigentlich immer gut geklappt. Okay. Shit. Da ist auch noch ein Scharfschütze auf dem Turm hinter dem Apache. Hier sind ganz schön viele Hesis unterwegs. Oh ja. So, ich versuche mal, ob die Drohne jetzt weit genug fliegen kann. Tango getroffen. Mörser 2 schläft. Aber habe ich ja einen weiteren Mörser entdeckt. Okay, der Generator hat gereicht. Ja. Aber ich sehe da aufgeregte Leute. Negativ, nichts bei mir. Ich sehe es. Alles noch aktiv. Ich sehe höchstens eine Notstrombeleuchtung, aber die Leute sind sehr aufgeregt, glaube ich. Ich sehe auch bei uns im Lager eine Person rumlaufen.
Das könnte ich sein. Ich weiß nicht, also sie wirkte sehr aufgeregt. Ich renne auch gerade. Ich hab den General. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Ich hab den Generator gefunden. Was? Oder ist es wieder ein anderer? Das vermute ich dann eher. Wo ist deiner? Generator ausschalten. Bei der Größe dieser Basis kann es möglich sein, dass die mehr als einen Generator haben. Wenn du bei dem, obwohl du hast ja auch gesagt, von dem Mörsertyp 2 Richtung Osten. Ja. Patchy. Du meinst dort bei den Zelten? Ja, genau. Ja, dann sehe ich denselben. Was nur dafür dort? Da, wo der orange Container links von ist, oder? Ich muss mal kurz die Nachtsicht wechseln. Genau. Zum dort. Ja. Oh ja. Und dort Richtung Süden steht noch ein dritter Mörser. Und noch ein weiterer Mineneingang sehe ich gerade auch. Dann ist das ja eine Riesenmine. Okay. Heilige Maria. Und ich dachte schon, in der Silbermine hätten wir uns verirrt. Seid vorsichtig, Leute. Hier fahren sie auch mit ihren Fahrzeugen Patrouille. Wir sind im Turm. Wir sind halbwegs safe. Das denke ich auch. Ich nähere mich der Firm. Okay. Was ich versuche halt von meinem Ziel zu kommen, wie mir aufgetragen ist, die 3 zu besetzen, aber. Ja, am besten wäre es halt quasi an der Straße lang gewesen und dann da direkt rein. Weil ich, wie gesagt, von links ist der beste Einstieg in das Lager. Ich müsste mal gerade kurz eine Berechnung machen, Moment. 350? Wie weit ist das? Ja, dann jetzt schon wieder. 375. Sieh eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Oh mein Gott. Der Bunker ist mindestens einen halben Kilometer breit. Habe ich. Reaper ist aufgeflogen. Oh, scheiße. Das ist hier nicht gut. Wo befindet sich Reaper? Er befindet sich bei den Krandingern, die da vor euch sind. Ja. Den Snipe haben wir trotzdem noch erledigt. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja. Geh weiter in die Richtung, aber 1 und 4 sind hinter dir. Reaper, ich bin mit meiner Drohne bei dir. Einer ist direkt bei dir. Ja, ich bin mit Drohne auch da. Also. Du brauchst keine Sorge haben. Wollen wir mal von den Türmen runter und dann den Einstieg machen? Können wir machen. Ich sehe noch einen unmarkierten hinter den Containern. Genau, die 1. Okay, ich kletter auf den Turm hoch und hab Spaß. Okay, dann. Eins kommt hinterher. Viel Spaß. Ich habe Rebellen um Verstärkung gebeten. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Der Eins solltest du wahrscheinlich. Obwohl, der geht erstmal in Deckung. Ich bin mit der Drohne zur Wiederbelebung bei dir, Reaper. Ziel getroffen. Wir brauchen es aber schon mehr als nur eine Unität, um mich zu erledigen. Ich glaube, es ist auch nur so, dass die nur dich entdeckt haben. So sollte es auch sein. Ah, Mist, die haben mich! Oh Gott! Ich bin getroffen! Scheiße, wo war denn Enno? Im Nachbarturm. Ah, ich sehe ihn, ja. Mann! Ach, wenn du zielen könntest, hätt's mich nicht. Da habe ich schon die Tornung angehabt und mich hingelegt. Ich bleib hier weiter, wo ich bin. Weg. Ich zieh mich zurück in die Basis. Ich brauch erstmal das Ding. In die erste Basis. Die Drohne ist ja offen. Genau. Achtung, okay. Da befinden sich jetzt auch wieder Leute. Ja, kann ich bestätigen. Okay. Wir haben zu lange gebraucht, die haben wahrscheinlich Schichtwechsel gehabt jetzt dazwischen. Okay, Reaper ist auch noch da, wo er ist. Ich stehe auf meinem Turm. Sind 1, 2 und 4 die einzigen bei mir an der Basis?
Vorerst die einzigen, die ich offen rumrennen gesehen habe. Umgelegt. Was zur Hölle war das? Ein Fahrzeug wollte ich explodieren ablassen. Wir haben nur noch einen hier, der kommt gleich in Sicht. Das war's. Meine Seite ist jetzt. So ja, ich sehe auch keine weiteren Bewegungen. Achtung, die genau eins die 1 und die 3. Die 3 in das Lager rübergelaufen. Na, aber nicht auf meiner Höhe. Die sind, glaube ich, etwas weiter. Ja, aber sie sind jetzt in den Eingang rein und kommen durch die ganzen Häuser und so weiter zu dir hin. Bezweifle ich. Bist du nicht oben beim Mörser gewesen? Nee, kreativ. Jetzt bei den grünen Containern? Auf Fahrzeugunterstützung. Ja, die grünen Container. Ja, weil quasi die Straße, die hinter dir ist, da sind die. Sehen die schon. Ich gehe jetzt hinter der roten Halle an der Außenmauer entlang. Da wo die jetzt eigentlich sind. Oh Achtung, nein, das auf der Straße sind auch wieder Leute. Ich habe Mörse gehört, aber das war nicht unserer. Oh Scheiße! Reaper, geht's dir doch gut? Alles gut, ich stehe unter Mörserbeschuss. Welcher Mörser das auch immer ist, schaltet das Ding aus. Rabin, er ist tot. Ich versuche es zu finden. Achtung mit den Leuten auf der Straße. Das dürfte der dritte Mörser sein, der drüben steht, auf der kleinen Anhöhe. Ja. Soll ich ihn wieder im Sprengbrunnen ausschalten? Ja, wenn du rankommst. Der ist ziemlich weit weg. Sollte der ist zwischen den Brücken. Ich weiß, wo er steht. Wenn ich rankomme, ist er geschickt. Die gleichen Mittel mit den gleichen Mitteln besiegen, würde ich mal sagen, Freunde. Mist, das ist zu weit weg momentan für meine Drohne. Nee. Wird nichts. Wir haben den Mörser mit dem Mörser ausgeschaltet. Okay. Tja, Freunde. Ja, da kommt jetzt zwar wieder einer hin, glaube ich. Ja, aber unsere Freunde von Dakatari sind in... Kaputt. Nee, einer ist noch unten an der Straße. Okay, ich bin jetzt an der Straße. Nee, der trotzdem ein neuer Mörserbeschuss auf meinen Turm. Ja. Das Ding ist, Pakatari hat mir gerade gesagt, erst in einer Minute ist er wieder verfügbar. Ich hab die 4 jetzt mal markiert, den Mörser. Die 4. Ach da! Oh mein Gott! Das ist zumindest der Mörser, der schießt. Reaper direkt unten an deinem Turm. Auf den Schienen ist er. War er, ich hab ihn. Der kann das hin. Danke. Dankeschön, du hast ja auch gerade mit der Art. Ich bin immer noch im gleichen Turm Nummer 3. Unentdeckt. Ich würde. Geh mal. Ist der Heli. Unentdeckt ist natürlich. Der Heli sieht mich auch. Unentdeckt ist halt noch eine Luxussituation von uns. Ja, ich bin eigentlich auch noch unentdeckt gewesen. Heli fällt. Mist, weitere Unidad. Einsatzkräfte auf der Straße. Ich werde wahrscheinlich gesehen. Ja, wurde gesehen. Was zum Teufel? Deine Position, Enno? Ah! Oh Gott, was war die letzte Position von Enno? Weiß es jemand? Knallte, aber da kommen noch mehr Fahrzeuge. Er war hier bei der Straße. Okay, ich versuch's mal abzusuchen. Ich glaube, ich sehe die Leiche. Ziel eliminiert. Ja. Ich glaube, ich sehe sie. Na, Leiche ist jetzt... Wolltest du mich verblüffen? Ich bin jetzt entdeckt worden, glaube ich. Er steht auch unter Beschuss. Einmal. So, dann ist alles erstmal sauber. Oder? Trotzdem denke ich, werden wir jetzt immer wieder Besuch kriegen, oder? Ja, das ist die Unidad. Vor. Die geben nicht auf. Ich sehe das nächste Fahrzeug schon die Straße runterkommen. Ja, dann gehen wir einmal nach links in die Richtung, wo Reaper auf den Turm sollte. Und gehen da die Straße entlang, bis wir weit genug weg sind. Einmal Rückzug. Okay. Okay, Einzelrückzug, oder? Oh nein. So gut es geht, eben die Straße lang. Beschuss von der Tankstelle aus. Noch ein weiterer Tango an der Tankstelle. Ich fahre. Ein Heli ist irgendwo.
Positionsanmeldung von euch? Beim ebenfalls Straßenschild, ja, außerhalb des Gebiets auf jeden Fall. Wer ist an der Tanke? Nabo und ich. Ja. Irgendeiner, ich hab hier ein Fahrzeug mit Geschütz. Achso, du bist das. Direkt an der Tanke. Steh unter Geschütz. Ja, wir stehen Feuer, beide Scheiße. Unter Geschütz. Feuer. Kommt runter. Ah, ich bin gleich wieder. Hab indirektes Feuer angefordert. Bin hinter dem Posten. Muss mich kurz ausruhen. Gut. Wo stehst du? Enno? Gegenüber von der. Ja, genau. Wechsel die Straßenseite, das Geschütz, was gerade. Das war der Heli, oder? Da ist das Geschütz für mich zu weit. Ihr seid zu weit Reaper weg. Raus, mich. Das Auto brennt. Das Auto brennt. Ich glaube, Reaper geht's nicht so gut. Er ist noch in Ordnung. Nein, Reaper geht's nicht so gut. Ich bin zu weit weg. Reaper geht's gut, dann war das der Commander. Da war es der Commander, ja. Down gegangen ist. Ich hab sie. Du bist links von mir irgendwo. Hab sie, ja. Ich werd beschossen, ich kann nicht. Mist. Ja, Mach. Auf der Straße sind eine Menge Leute. Viel zu viele. Ah, Mist. Ich komm nicht an sie ran, ich lieg. Doch. Danke. Das wird jetzt ein Tanz mit dem Teufel hier. Wir laufen die Straße weiter runter. Wir müssen die abschütteln. Ja, abschütteln, das ist bei Unidad nicht so einfach. Das geht ziemlich einfach. Zum Beispiel mit dem Spielzeug hier. Wenn wir stehen bleiben und schießen, dann helfen wir uns auch nicht. Dann kommen immer mehr. Auf die Straße. Bumper? Ja, alles gut. Ich bin in Sicherheit. Ich sag euch, wie weit. Rüber, bist du das im Auto? Ja, Auto. Seht ihr den einen Wagen, der da nicht so gut geparkt hat? Da bin ich. Wir sind hinter der Tankstelle. Ich weiß gerade nicht. Ja, ihr seht den Wagen. Ich meinte den vor uns, ja. Okay. Willkommen. Okay. Heilige Maria. Da ist noch ein Tango. Bei der 2 ist noch eine Gruppe von Unidad. Da ist Ziel Nummer 3. Aber die sind zu weit weg. Wenn es klappt, dann wäre es cool, wenn wir irgendwie zwischen die Berge oder so nach links oder rechts ausweichen. Wobei. Ich habe den Fahrerplatz freigemacht. Unser Fahrer kann fahren. Achso. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass wir weiterfahren gerade. Okay, wohin? Fahr mal nach rechts so ein bisschen in die Valla Pampa. Was denn? In den Wald. Ja, genau. In die Valla Pampa. Noch weiter nach rechts. Das nennt sich nicht Valla Pampa, sondern einfach nur in die Pampas. Oder in die Wallerei. Oder in die Wallerei, genau. Aber nicht in die Valla Pampas. Das gibt's nicht. Ich glaube, hier sollten sie unsere Spur hoffentlich schnell verlieren. Oh ja, das ist auch gut für unsere Speicherkarten. Lassen Sie uns eine Tour machen. Wir machen eine Tour in die Valla Pampas. Du legst dich auch immer wieder gern mit dem Commander an. Natürlich. Ja, bezahlt uns ja nicht. Erstens das und zweitens weiß die Dame ganz genau, wer ihren Arsch deckt, wenn es hart auf hart kommt. Also. Mhm. Wir waren dran. Ich. Okay. Ja, jetzt wirklich mal das Ende dieser Folge. Nicht schon nach 3 Minuten. Bist du dir da sicher? Wir können auch noch, also wir haben es jetzt erst 2 Uhr, wir können noch 3 Stunden machen. Nein. Sonder-Special-Folge. Mhm. Okay, ja, das war's mit dieser Folge. Das war ja nicht so erfolgreich, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss.